Ich bin zunächst Priester, ich bin Bischof und ich bleibe, was ich bin, wo immer ich hingehe, auch wenn ich natürlich den Ort berücksichtigen muss, an dem ich bin. Ich feiere nicht immer die Heilige Messe, aber ich muss mit dem gleichen Geist und der gleichen Liebe zu Gott und den Menschen leben, der mich stärkt, genauso wie wenn ich vor dem Altar stehe und die Messe zelebriere. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass ich mich nicht dividiere. Es gibt nicht zwei Monsignore Balestrero, einen in der UNO und den anderen, der die Messe feiert. Es ist derselbe. Er ist ein Priester. Das war die Antwort von Erzbischof Balestrero auf meine Frage hin, ob er zwei Hüte trage, nämlich den eines Priesters und den eines Vatikandiplomaten bei der UNO in Genf. Er sagte auch weiter, ich trage nur einen Hut und den trage ich und nehme ihn in verschiedene Umgebungen mit. Das soll uns sicherlich auch daran erinnern, dass der Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf in erster Linie Priester ist. Die Kirche dort, wo sie besonders wirken soll, mitten im Geschehen in einem säkulären Umfeld wie das der UNO. Wir wollen heute, hier und zukünftig und besonders ab dem kommenden Jahr verstärkt unter dem neuen Titel Bericht aus Genf über die Themenbereiche reden, zu denen sich der Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf in den UNO-Sitzungen äußerte. Wir wollen die Arbeit des Heiligen Stuhls hervorheben und Sie, liebe Zuschauer, über dieses wichtige Engagement des Vatikan bei der UNO informieren. Während der kürzlich zu Ende gegangenen 54. Menschenrechtsratssitzung bei der UNO in Genf war der Heilige Stuhl sehr aktiv. Wir sprechen jetzt gleich mit seiner Exzellenz Erzbischof Ettore Balestrero, dem ständigen Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf, über seine Statements während der Generaldebatte, der Sitzung über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der Sitzung über das Recht auf Trinkwasser und Sanitärversorgung und der UN-Sitzung über das Recht auf Entwicklung. Menschenrechte, Befriedigung des Egoismus? Jetzt hier im EWTN-TV UN-Blog. Guten Tag. Wir sind jetzt hier in Genf mit der Mission des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf verbunden. Der Nuntius, sehe ich gerade, hat seine Notizen zu unserem Gespräch vorbereitet. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Exzellenz. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen allen, die uns zusehen. Ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen zu sein. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, unser erstes Thema. Aus christlicher Sicht besteht eine bedeutende Beziehung zwischen der Botschaft des Evangeliums und der Anerkennung der Menschenrechte. Das liegt daran, dass beide die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Zitat von Papst Franziskus aus dem Jahr 2018. Nun, Anfang September diesen Jahres haben Sie im Namen des Heiligen Stuhls an der Generaldebatte der 54. Sitzung des Menschenrechtsrates in Genf teilgenommen. Und nicht nur teilgenommen, sondern auch eine Erklärung abgegeben, in der Sie daran erinnerten, dass wir Ende diesen Jahres den 75. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte feiern werden. Angesichts des anhaltenden Wahnsinns von Kriegen, sei es in der Ukraine oder Israel und Palästina und so vielen anderen gewalttätigen Konflikten weltweit, Hungersnöten, Vorurteilen, Diskriminierung und Unterdrückung, scheint es, als sei die allgemeine Erklärung über die Menschenrechte eben nicht mehr als eine Erklärung. Und verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, nur noch das Papier wert, auf dem sie einst geschrieben wurde. Exzellenz? Nun, ich denke, ich meine, ich wäre nicht so pessimistisch. Ich glaube, es ist, wie Sie sagen oder wie Sie uns daran erinnern, eine Erklärung. Aber es ist eine sehr wichtige Erklärung. Auf dieser Erklärung ist viel aufgebaut worden. Sie ist ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte der Menschheit. Sie wurde, wie wir wissen, am Ende des Zweiten Weltkriegs vereinbart. Und auf dieser Erklärung beruht sehr vieles. Es gibt viele Konventionen, internationale Übereinkommen, rechtsverbindliche Verträge, die darauf fußen. Wir sollten sie also nicht
unterschätzen. Aber natürlich müssen wir realistisch sein. Und wir sollten auch die Tatsache berücksichtigen, dass nichts den menschlichen Willen ersetzen kann. Die Erklärung ist, wie gesagt, ein wichtiger Meilenstein. Aber die Erklärung ist nicht genug, um, sagen wir, die Menschheit zu retten. Die Menschheit wird nur durch unseren Herrn gerettet. Und nichts und niemand sonst kann die Menschheit retten. Nichts und niemand sonst kann den menschlichen Willen ersetzen, die Entschlossenheit, das umzusetzen und nicht abzuweichen oder zu korrumpieren, was in dieser Deklaration vereinbart worden ist. In diesem Sinne sehe ich auch die Rolle der Kirche. Die Rolle der Kirche ist es, der Menschheit, den Gesetzgebern, den Regierungen zu helfen, sich an diese Erklärung zu halten, sie nicht wesentlich zu verändern, sondern sie formal aufrechtzuerhalten und zu versuchen, den Impuls und die Bereitschaft zu ihrer Umsetzung aufrechtzuerhalten, sie als Inspiration und als Grundlage für alle Gesetzgeber und alle Gesetzgebungen der Welt bestehen zu lassen. Ja, und der Heilige Stuhl prangert ja seit 1964 bei der UNO Verfolgung, Unterdrückung, Diskriminierung, Ausbeutung und Not an und setzt sich so für die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ein. Thema: das Recht auf Abtreibung. Während der 54. Menschenrechtsratssitzung bei der UNO in Genf erinnerten sie die Teilnehmer daran, und zwar mit sehr klaren Worten, dass die in der allgemeinen Menschenrechtserklärung verankerten Menschenrechte niemandem geschenkt werden, sondern jedem Dokument vorausgehen, also immer schon bestanden. In diesem Zusammenhang wiesen sie auf das sogenannte Recht auf Abtreibung hin. Sie kamen zu dem Schluss, dass neue Rechte nicht einfach dadurch legitimiert werden sollten, dass eine Mehrheit von Individuen oder Staaten sie erklärt. Nun, sind diese Mehrheiten für diese Art von Rechten nicht das Ergebnis eines Versagens, insbesondere der Kirche, nämlich vor allem jungen Menschen die Heiligkeit des Lebens zu vermitteln? Nun, Christian, vielen Dank für diese Frage, die sehr vielschichtig ist und, wie ich meine, dass sie eine vielschichtige Antwort erfordert. Wie Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, habe ich das Thema Abtreibung erwähnt und darauf hingewiesen, dass jedes Jahr etwa 73 Millionen Abtreibungen in der Welt vorgenommen werden. Ich meine, das ist nicht nahezu ein Völkermord, sondern es ist ein Völkermord, der stattfindet. Das ist etwas sehr Trauriges, besonders Beklagenswertes. Und es ist inakzeptabel und kann nicht als ein neues Menschenrecht getarnt anerkannt werden. Deshalb betonte ich, dass wir keine Menschenrechte schaffen dürfen, nur um unseren Egoismus zu befriedigen. Nachdem ich dies während der UN-Sitzung gesagt hatte, und das möchte ich hier hervorheben, war ich erstaunt, so viele E-Mails zu erhalten. Unsere Genfer Mission hat E-Mails aus der ganzen Welt erhalten, in denen ihr für diesen Einsatz gedankt wird. Diese E-Mails kamen aus Asien, Singapur, Lateinamerika, Afrika und aus vielen verschiedenen Ländern in Europa und auch aus den Vereinigten Staaten. Das hat mir gezeigt, wie wichtig es war, auf dieses Thema hinzuweisen und dass die Arbeit und die Worte der Kirche weltweit beachtet werden. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass wir nicht zwischen Bestrebungen und Rechten verwechseln dürfen. Noch mehr, wenn die Bestrebungen nicht von der Achtung der Menschenrechte, sondern von Egoismus und reiner Bequemlichkeit geleitet werden. Das ist das eigentliche Problem. Manchmal schieben wir die Menschenrechte als Deckmantel vor,
für unsere eigenen menschlichen Schwächen, unsere menschlichen Bestrebungen, unseren eigenen menschlichen Egoismus. Das Problem ist, dass die Erklärung der Menschenrechte besagt, dass bestimmte Dinge aufgrund der Geschichte der Menschheit nie wieder geschehen sollten. Es scheint so, dass wir von diesem Bewusstsein abweichen und den Bezug zur grundlegenden Achtung vor dem Menschen verlieren. Es ist eine Tatsache, dass die Basis und das Bewusstsein für die Menschenrechte auf der Grundlage eines tiefen Respekts vor dem menschlichen Wesen entstanden sind. Es besteht eine starke Überzeugung, dass es in unserer eigenen Natur eine Botschaft gibt, die Respekt verlangt. Überall. Immer, unter allen Umständen. Diese Botschaft stammt aus der Beschaffenheit unserer Natur, aus dem Gesetz unserer Natur. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Kirche sollte nicht in die Falle tappen, sich selbst für alles zu beschuldigen, für alle Entgleisungen, die in der Welt passieren. Aber die Kirche sollte es ebenso vermeiden, der Welt zu folgen, einer Welt, die oft eher von Egoismus als von Respekt getrieben ist. Die Kirche sollte stattdessen immer dem folgen, was das Evangelium sagt, und zwar mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist es, was die Kirche tun soll, und sie ist aufgerufen, konsequent die Wahrheit der menschlichen Werte zu verkünden, die in Gott, dem Schöpfer, und in dem Gesetz wurzeln, das er selbst in die menschliche Natur gelegt hat. Wenn wir uns gegen unsere menschliche Natur richten, wenden wir uns letztlich gegen Gott, der der Schöpfer unserer Natur ist. Es ist also kein Versagen der Kirche, wenn die Welt selbstsüchtig ist und das menschliche Leben bedroht oder gar auslöscht. Das wäre ein Versagen von Jesus Christus. Aber Jesus Christus gewährt Freiheit, auch wenn die Freiheit in Katastrophen führen kann, wie es bei der Abtreibung der Fall ist. Die Kirche versagt, wenn sie nicht den Mut hat, die Heiligkeit des Lebens zu verkünden und diejenigen zu unterstützen und zu begleiten, die Schwierigkeiten haben. Diejenigen, die unter Versuchungen leiden, und diejenigen zu beraten, die ein Problem damit haben, die Heiligkeit des menschlichen Lebens zu erkennen. Das ist also meiner Meinung nach das ganze Spektrum, das wir im Auge behalten sollten, wenn wir uns mit diesem sehr wichtigen und bedeutenden Thema befassen. Dazu vielleicht diese Information. In den Niederlanden ist seit 1984 ein Abbruch erlaubt, Schwangerschaftsabbruch. Solange der Fötus außerhalb des Körpers der Mutter noch nicht lebensfähig ist, etwa 22. bis 24. Woche. Ein Beratungsgespräch ist vorgeschrieben. Die bislang vorgesehenen Bedenkzeiten wurden kürzlich übrigens gestrichen. Die Kosten tragen die Krankenversicherungen. Interessant dabei ist, dass die Niederlande eine der niedrigsten Abtreibungsquoten weltweit hat. Thema: das Recht auf Wasser. Während des interaktiven Dialogs in der Sitzung bei der UNO in Genf mit dem Sonderberichterstatter für die Menschenrechte über sicheres Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen in Bezug auf das Recht auf Wasser haben Sie, Exzellenz, wie so oft Papst Franziskus zitiert. Zitat: Wir sind verpflichtet, dieses essentielle Menschenrecht zu verkünden und es zu verteidigen, so wie wir es getan haben. Zitat Ende. Exzellenz, ist das nicht ein bisschen wie, wenn ich das mal sagen darf, wie beim Evangelium? Die Verkündigung alleine ist nicht automatisch auch die Umsetzung. Wie wird das UN-Rechtsinstrument über das Recht auf Wasser eigentlich umgesetzt? Kann es überhaupt rechtlich durchgesetzt werden? Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben das eigentliche Problem benannt. Es kann leider nicht rechtlich durchgesetzt werden, denn nach internationalem Recht handelt es sich dabei um ein sogenanntes Soft Law. Grundsätzlich verstanden ist natürlich das Recht auf Wasser von ausschlaggebender Bedeutung. Aber dieses Recht ist mit ähnlichen Zwecken und Zielen verflochten. Es ist eine Frage der Sicherheit.
Eine Frage der Souveränität, eine sehr wichtige Frage. Und es ist auch eine wirtschaftliche Frage, da die Gewährleistung des Zugangs zu Wasser in der Regel nicht viel Geld einbringt, sondern eher Ausgaben verursacht. Wird dies vor allem in den Entwicklungsländern, die im Allgemeinen die größte Herausforderung haben, den Zugang zu sicherem Trinkwasser zu gewährleisten, zu einem riesigen Problem. Dieses Recht wird also als sogenanntes Soft Law anerkannt. Was jedoch im Hinblick auf die Wirksamkeit des Rechts auf Wasser fehlt, wie ich meine, ist die Initiative der Staaten, dieses Recht durch geeignete Maßnahmen umzusetzen. Außerdem ist die Definition dieses Rechts ein wenig zu allgemein gefasst. Und dann fehlen rechtliche Mechanismen zur Durchsetzung und Einhaltung dieses Rechts. Daher denke ich, dass der Aufruf von Papst Franziskus, einen rechtsverbindlichen Vertrag oder ein Protokoll zu schaffen, um dieses wesentliche Menschenrecht mit Leben zu füllen, äußerst wichtig ist. Thema: Das Recht auf Entwicklung. Das Recht auf Entwicklung wurde 1986 von den Vereinten Nationen zu einem unveräußerlichen Menschenrecht erklärt, kraft dessen alle Menschen und Völker Anspruch darauf haben, an einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können, teilzuhaben, dazu beizutragen und daraus Nutzen zu ziehen. Sie haben in der Sitzung aus Fratelli Tutti, der Enzyklika von Papst Franziskus, zitiert: Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und sich ganzheitlich zu entwickeln. Dieses Grundrecht kann von keinem Land verweigert werden. Zitat Ende von Papst Franziskus aus Fratelli Tutti. Exzellenz, kann ein Land, irgendein Land, dieses, wie Sie es in Ihrem Vortrag nannten, menschenzentrierte Entwicklungsmodell umsetzen oder vorantreiben, ohne zuerst das menschenzentrierte Modell unseres Schöpfer Gottes anzuerkennen und zu befolgen? Nun, ich meine, Staaten können versuchen, dieses auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungsmodell voranzutreiben, ohne zuerst Gott anzuerkennen. Das ist in der Tat der Fall. Ich persönlich glaube, dass alle Unzulänglichkeiten, alle Verzögerungen, alle Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten darauf zurückzuführen sind, dass es eben keinen auf Gott zentrierten Ansatz gibt, auch in der Frage der Entwicklung. Wenn Gott geleugnet wird, ist der Mensch gefährdet. Das zeigt und lehrt uns leider die Geschichte. Wesentlich wäre also, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und sich von ihm inspirieren zu lassen, einen menschenzentrierten Ansatz zu haben, der in der Tat um jeden Preis, unter allen Umständen, die Würde des Menschen achtet und schützt. Ist dieses nicht der Fall, dann war der Mensch schon immer vielen Gefahren ausgesetzt. Wir erwähnten es in unserem Gespräch mit dem Nuntius Laudato Si, die Enzyklika des Papstes. Ein päpstliches Rundschreiben übrigens, welches häufig und gerne von den Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Umweltfragen und sozialer Gerechtigkeit zitiert wird. Und natürlich auch der Heilige Stuhl bei der UNO in Genf zitiert sehr oft aus diesem Schreiben. Im Oktober hatte Papst Franziskus die Fortsetzung von Laudato Si veröffentlicht. Laudate Deum, an alle Menschen guten Willens über die Klimakrise. Der Papst ruft in seinem Schreiben zu zügigen und umfassenden Maßnahmen gegen die Klimakrise auf und spricht sich gegen die Klimawandelleugnung aus. Es stimmt, so der Papst, dass nicht jede einzelne Katastrophe automatisch auf den globalen Klimawandel zurückgeführt werden kann. Es ist jedoch nachweisbar, dass bestimmte von der Menschheit verursachte Veränderungen des Klimas die Wahrscheinlichkeit von immer häufigeren und intensiveren Extremereignissen deutlich erhöht, so der Papst. Der Papst erläutert die Wahl des Titels Laudate Deum am Ende seines Schreibens. Lobt Gott, sagt er, ist der Name dieses Schreibens, denn ein Mensch, der sich anmaßt, sich an die Stelle Gottes zu setzen, wird zur schlimmsten Gefahr für sich selbst und damit natürlich auch für andere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.